Das geht, Leute, also ich raste aus. Oh, Halleluja, Leute, es geht. So, dann können wir jetzt auch endlich anfangen hier, nachdem diese tolle Software funktioniert. Muss ich mir mal doch mal ein Greenscreen kaufen. So. Ah ja, hier geht's wieder nicht. Geil. So. Ja, sorry für die technische Probleme. Aber passiert nun mal, ne? Kann mal passieren. So, dann kriegt ihr hier noch Spielton und dann kann es auch endlich losgehen. Ach so, statt hier und dies, das Bild wollte er ja auch noch haben. So, und zwar das wollen wir haben. Geilo, wie ihr alles seht. Game. Das. Seht ihr das nicht? Ah, jetzt. So, geht doch weiter. Dann geht es jetzt nämlich auch weiter hier mit dem heftigen Game. So, ich weiß gar nicht, was ich als letztes hier machen soll.
Hallo Hagen. Willkommen. Au. Du Penner. Und eine Woche nicht gespielt, ich weiß gar nichts mehr. Wie geht's, Bruder? Keine Waffen. Arme ausstrecken. Die Verbindung ist falsch, Mann. Hörst du, wir brauchen Verstärkung. Die APR meint es ernst. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich will meinen Kopf behalten. Jo. Wen haben wir denn da? Was ist Ihr Geheimnis, Mann? Können Sie über Häuser springen oder sind Sie kugelsicher? Dann Tuve ist tot, das wissen Sie sicher schon. Sie sind mir egal, beruht bestimmt auf Gegenseitigkeit, aber es ist beschissen. Ich will kein scheiß Warlord sein. Ich habe diese Typen und ihren Schwachsinn so satt. Ich brauche jemanden, mit dem ich Geschäfte machen Bin kann. aber heute im Lurk, muss hier ein paar Dokumente Und ich für will, meine dass Sie ihn töten. Sie Frau wären perfekt vorbereiten. dafür. Alles gut, Hagen, alles gut. Find doch Wer sind du trotzdem und schön, wie dass gut ihr meine immer dabei Bekannten? seid. Brauchen Sie richtig Feuerkraft? Die Kohle stimmt auch. Hier sind die Details. Ich gehe ins Hauptquartier zurück im Hafen. Kommen Sie dorthin, wenn Sie fertig sind. So, ach du Heiliger. Naja, können wir wenigstens dieses weiße Ding da einsammeln. Ja. Deutschland und seine Bürokratie und Papierkram etc. Das sind so Sachen, die braucht echt keiner. Bin ich der Meinung. Da über die Brücke muss ich. Ich habe ja auch eine Menge Aktenordner hier. Denke mir manchmal, ja, oh. Muss das sein? Gut, es gibt Menschen, die schmeißen so ihre Papiere in eine Schublade und fertig. Gut, ich habe jetzt in meiner Schublade auch immer so Papiere, die ich sammle. Und dann einmal oder beziehungsweise Ende des Monats ordne ich das dann alles ein, schön nach Datum und alles. Aua. Wollen jede Rechnung und jeden Pups habe ich aufgehoben. Also jetzt nicht so Kassenzettel, sondern so Online-Rechnung. PayPal drucke ich immer eine Jahresübersicht aus. Von der Bank eine Jahresübersicht. Hallo, der Heilige Kaiser. Um immer alles so zu haben, falls man das mal braucht. So, hier ist nix. Wie geht's? Joa, besser auf jeden Fall. Man sieht's hier diese schwarzen Dinger. Das ist kein Rucksack, den ich aufhab. Das ist so eine Stütze für den Rücken, die ich mir bei AliExpress gekauft habe und kann sagen, echt nice Sache, das Ding. Ich habe definitiv weniger Rückenschmerzen. Wie, was ist passiert? Meinst du wegen meinem Rücken? Oder warum ich das aufhab?
Nee, ach, ich habe schon immer Rückenprobleme. Ich habe ja eine Skoliose und deswegen ist das mit meinem Rücken. Und da ich in letzter Zeit halt viel Rückenprobleme hatte, habe ich mir mal gedacht, gut, probierst du das mal aus? Danke. Digga, wo soll denn das sein? Das soll hier drinne sein. Habe ich mir das mal bei AliExpress gekauft, um zu gucken, Mensch, wie ist denn das? Funktioniert das? Und ich kann sagen, es funktioniert echt gut. Stützt den Rücken schön. Vor allen Dingen beim Zocken habe ich immer die Angewohnheit, meinen Rücken so krumm zu machen. Das ist mit dieser Stütze halt nicht mehr. Ja, also. Ich hatte jetzt auch lange keine starken Rückenschmerzen mehr. Also ich habe jeden Tag Rückenschmerzen, so ist es nicht, ne? Aber nicht so stark wie vorher halt. Uah. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen, der was Rückenprobleme hat. Und man muss sich halt angewöhnen, halt mehr in die Knie zu gehen. Weil man sozusagen gezwungen wird dazu mit dem Apparat. Klar, bekommt ihr einen Sniper-Schuss und lebt noch. Alles klar. Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. War noch einer, wo ist der Penner? Digga, was sind das eigentlich? Handgranaten oder Flummis? Weil die so rumspringen, ey. In die Knie gehen, hört sich falsch an. Ja, das stimmt so. Aber so meine ich das ja nicht. Also ich meine es halt nicht falsch. So, jetzt soll das hier irgendwo sein. Digga, jetzt kann man auch nicht dummer verstecken, den Scheiß. Oder hinlegen, wie auch immer. Na, Schakal, bitte erinnern Sie mich daran, dass ich Sie eines Tages frage, warum diese Männer so loyal zu Ihnen stehen. Ich hatte angenommen, es sei die Angst vor einem langsamen Tod. Und ich habe diese Theorie an Ihrem amerikanischen Freund getestet. Er versicherte mir, es sei nicht aus Angst. Und mehrere Stunden mit einem Schweißbrenner haben mir das tatsächlich bewiesen. Sagt man zu mir auch immer, dass ich immer so schmutzig denke. Hier unten müsste ja irgendwo ein Auto stehen.
So. Hier geht's weiter. So, was ist das? Wie ist das? Ach Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, jetzt muss ich ewig laufen. Oh, natürlich steht da eine Mauer. Ja, wie ihr im Titel schon seht, hoffe ich, dass wir das eventuell heute endlich fertig kriegen. Wenn nicht, ist halt auch nicht so schlimm. Weil ich möchte dann auch euch mal was anderes zeigen, weil Far Cry ging ja jetzt schon wirklich echt lange. Ja, schon fast so lange wie Fallout. Und ich möchte euch auch mal andere Spiele zeigen, weil ich habe noch ewig viele Spiele, die ich euch zeigen kann. Im Retro-Sonntag. Retro auf mich bezogen, also auf die Spiele, die ich früher gespielt habe. Nicht, dass die Spiele jetzt von 1900 irgendwas sind oder 1800. Was dann auch mal witzig wäre, so ein Commodore-Spiel zu spielen. Das könnte man eigentlich auch mal machen. Aber ich weiß aus Vergangenheit, dass die bockschwer sind, die Dinger. So, was soll ich denn da machen? Nach Dogon Sedekio gehen und Oliver Mumbapfe. Falls ihr oben links irgendwas seht oder so, das liegt daran, weil ich einen ENB-Shader installiert habe. Um das Spiel grafisch noch mal ein bisschen, noch mehr aufzuwerten. Obwohl es sieht ja so schon echt gut aus. Boah, wieder so ein dämliches Dorf. 10 Millionen Leute sind. Ja, natürlich hat er mich gesehen. Hier liegt hier noch so eine Scheißflasche. Oh, ich glaube, damit habe ich einen getötet. Ja, yeah, jetzt explodiert hier einfach das halbe Dorf. Dämlich ist sie, man sieht sie so schlecht. Ich dachte, die Waffe. Was? Ich dachte, die Waffe scheiße. Meinst du, wäre scheiße? Oder was meinst du? Nee, nee, die nicht. Die andere, die ich da hatte, die AK und die davor, weil die so schnell den Geist aufgegeben haben. Ach so, ja. Ich wollte euch mal andere Waffen zeigen, aber wenn die dann halt nach so einem Feuergefecht schon direkt den Geist aufgeben beziehungsweise ewig viele Ladehemmung haben,
Nee, das war die, die so kacke war. Hier, die M4. Die hier. Warte. Die hier. Ist übel. Die hat so oft Ladehemmung. Weil sie sich super schnell abnutzt. Trotz, ich die Verbesserung ausgebaut habe, dass sie sich nicht abnutzt so schnell. Nee, nee. Die hier, die ich hier gerade aufgehoben habe. Die ist, liegt sie hier. Die ist eigentlich richtig gut, die Waffe. Aber die hat so schnell Ladehemmung. Kann ich mal kurz gucken. Weil die ist einfach komplett im Arsch und hat nicht einmal Ladehemmung jetzt gehabt. Ich glaube, neuwertig hatte die schon beim dritten Magazin Ladehemmung. Gut. So viel zum Vorführeffekt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, gut. Also das ist ja eine Sniper hier. Die habe ich mir geholt, dass ich mal ein bisschen auf Fernkampf gehen kann. Das ist die Verbesserung der Uzi, die ich vorher hatte. Und vorher hatte ich ja ein anderes, so ein Russen-MG. Und jetzt habe ich das hier, weil das ein bisschen schneller schießt. So, wo ist denn? Oh, hier sind noch Diamanten. Blinky, blinky, blink. Hier muss das irgendwo sein. Ich höre es. So, da muss ich hoch. Also ansonsten, die Waffen, die ich jetzt habe, sind echt gut. Oh, her damit. Oh, 900 Schuss. Ne, 1000 Schuss sogar. Ja, 1000 Schuss. Ja, moin. Hier habe ich hier 330 und 90. Die ist in Far Cry 2, 1 kacke, die Waffe hier. Das MG. So. Ein Missverständnis und er schießt auf mich. Was für ein Hund. Ruf gesteigert. Ruf gesteigert. So, er ist wieder an der Hauptbase. Dann kann ich ja da lang, da lang, da lang, da lang. Genau. Au, natürlich. Natürlich. Na klar. So, ne, 2 ist richtig. Achso, erstmal rausfahren. Aua! What the hell? Aua, nein, lass mich. Ich bin hier links. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht nichts mehr hier von dem Abschnitt. Warum auch immer. Geil, besseres Auto.
Kaiser, falls der Bam nicht antwortet, der ist nebenbei am Zocken. Wundert mich, dass der gerade kurz reingeschaut hat. Also er ist auch so im Lurk und der Hagen auch, was ja vollkommen IO ist für mich. Na komm. So, ist fein. So, dann kann ich nämlich gleich hier meine Waffen neu machen. Ich habe ja erst überlegt, beim Sale zuzugreifen und euch dann noch Far Cry IO, in Ordnung heißt das. Also I steht für in und O in Ordnung. Also dass das für mich fein ist, das Lurken. So. Geben wir uns erstmal eine Spritze. Das Spiel sollte im Übrigen, ich weiß es gar nicht, in Kanada, glaube ich, oder Australien, sollte das verboten werden und Fallout auch, weil man sich Spritzen geben kann. Weil das da nicht so cool ist. So. 47. Karl Gustav, ja moin, der kostet einfach mal ewig viel Kohle. Pfeilgewehr, ja. Komm, nämlich das. Das. Fertig. Dililililit. So. Erstmal die Waffen wieder auffrischen. Ich könnte ja jetzt das nehmen, aber das ist nicht, halt nicht so schnell, ne? Da, die da oben ist. Absoluter Schmutz. Am besten fand ich ja die hier. Die MP mit Schalldämpfer. So. Brauchst gar nicht nachladen. Ich nehme eine neue. Beziehungsweise kann mir ja Moon nehmen. Komm, wir testen die mal aus. Und wenn die denn immer noch Australien. Ah, okay, danke schön. Und wenn die dann immer noch so aufstehen, dann kann ich wieder die Dragunov nehmen. Wow. Ich war immer gegen diesen dummen Stein. Ja, ist wirklich so. Aber gut, wenn das bei denen halt so ist, ne, dass die dann denken, dass die Leute abhängig wären. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus in Australien, ob es da so viele Junkies gibt. Wollen wir hier eigentlich einmal rumfahren? Durch FIFA wird man zum Fußballstar. Genau. Schön wär's. Das hätten die meisten gerne, ja. Wie heißt der dicke Uni Hoeneß oder so, ne? Denke mal, dass die das alle werden wollen. So ein Manager. Durch Hearts of Iron wurde ich zum Spitzengeneral. Ja gut, das ist ja nicht so abwegig, ne? Dadurch lernt man ja Strategien. Aber es ist ein schönes Spiel, Hearts of Iron. So.
Spritzen habe ich noch. Hola. Schön, Sie zu sehen. Ist lange her. Sie arbeiten jetzt für Voorhees? Mich auch, glaube ich. Um ehrlich zu sein, ich hasse den Kerl. Genau wie Sie, das sagt mir Ihr Blick. Ah, nice. Er ist ständig was am Köcheln. Er arbeitet mit diesem debilen Kankeras zusammen. Sie planen was, ganz sicher. Also selber spielen ist das nicht so mein Fall, aber zuschauen immer gerne. Sie sind auf einer Erkundungsmission. Genau, dann kann ich ja mal reinschauen, nebenbei. Könnten Sie beide problemlos umlegen. Was sagen Sie? Räumen wir in der UFLL auf. Nach diesem Job arbeiten wir zusammen, als Team. Und ich bezahle Sie gut. Hauptsache, Sie finden diese Arschlöcher in der Temoko-Mine und töten sie. Ja, und mein Geld, du Hund. Ja, 25. Wie geizig denn noch? Ja, bin voll. Als Deutschland ein World Conquest. Ich glaube, ich habe es auch mal gespielt, aber ich bin mir nicht so sicher. Ist bestimmt auch schon länger her. So. Ich fahr mal eben hier lang. Kann ich da nämlich noch eine Kassette freispielen? Bei dem Brief da. Diese Leute, ne? Ja, warum nicht? Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt nicht zum Beispiel bei manchen Sachen anhalte, also rechts das grüne blinkende Licht bedeutet, alles klar, dass ein Diamant in der Nähe ist, also wegen einem Diamant halte ich halt einfach nicht an, sorry. Jetzt rasten die hier komplett aus, oder was? Kranken Psychopathen, ey. Oh. Bitte fahr mich nicht über, bitte fahr mich nicht über. Kleiner Hund, Junge, wollte er mich überfahren. Da. Ich hasse die, ne? Diese dumme KI, dass sie immer einen Tod fahren will. Ist richtig belastend. Wer den Diamant nicht ehrt, ist den Diamanthaufen nicht wert. Ja. Oh, scheiße. Ich habe ja schon genug eingesammelt. Ist ja jetzt nicht so, dass ich darauf angewiesen bin. Mehr. Also eigentlich ist man da eh nicht drauf angewiesen, weil die Upgrades sind eh lächerlich.
des Todes. Jo, der ist hingefallen. Wow. Hey, der macht Leute zu Bankräubern. Jo. Und GTA wird man zum Profi-Autoknacker. Bin eigentlich nur hier, um einen Brief abzuholen. Und wird hier einfach komplett gerippt. So, jetzt zeigt er mir nämlich an, wo eine Kassette ist. Schon geil aus mit dem Loch in der Scheibe. Hä? Was ist weg? Dreist. Ich fahre jetzt erstmal ein Stückchen weg, dass sie mich hier nicht mehr abnerven können. Jo. Das hier, das da reparieren dauert ja doch ganz schön lange, obwohl ich das Upgrade habe. Traurig, traurig. Hey, da war ich doch vorhin, die ist so überschwemmt, die Mine, oder nicht? Also vorhin, das laber ich, letzten Sonntag. Durch The Forest wird man zum Überlebenskünstler, yo. Erstmal ein paar Leute, so die Gliedmaßen abtrennen. Irgendwelche Eidechsen häuten. Durch Need for Speed bin ich Profi-Autofahrer. Obwohl, so wie die Leute manchmal auf der Straße fahren, glaube ich, dass sie zu viel Need for Speed gespielt haben. Scheiße. Halt die Augen auf. Fuck, er hat den neuen erwischt. TJ, sein Name war TJ. Wollte schon sagen.
Oh, das sieht aber nicht gesund aus. Erledigen Sie lieber Carbonell. Ich könnte die Waffen schmieren. Sie warten auf dem Dach auf der anderen Straße. Ah, mal gucken, was ich. Was passiert? Wenn ich den Linken zuerst töte. Jo, das wäre geil. Töten Sie lieber Carbonell, er ist eine miese Sau. Es geht auch anders. Ich weiß, wo Sie herkommen. Sie brauchen die Kohle genau wie ich. Folgendes, erledigen Sie lieber Carbonell. Ich könnte die Wachen schmieren. Sie warten auf dem Dach auf der anderen Straßenseite. Die Wachen öffnen die Läden und Sie drücken ab. Genau, warum mache ich das jetzt? Weil der kleine, miese Hund mir so zu wenig Diamanten gegeben hat. Und der hat mich immer gut bezahlt, der Boris. Und lieber traue ich einen Geschäftsmann als einen Militärtypen. Und den erstmal F5. Vor allem habe ich in der letzten Session so viele Quicksave gemacht, war einfach 500 MB groß. Weil ich über hunderte Save Games hatte oder Quicksaves. Und so ein halber Gigabyte an Quicksaves läuft auf jeden Fall. Die immer noch hinter uns? Ne. Da, Leute. Boss, was für Abfahrtprämien. Jetzt wisst ihr, wo eure Autos hingehen. Die gehen hier hin und dann werden die zu sowas umgebaut. Zur Höllenmaschine. Scheiße gegessen.
Servus, Steve. Wollte gerade sagen Marihuana, aber das ist ja Ebola. Oh Mann, ey. Oben hier, treffen wir uns bei der Bar. Es ist dringend. Ich muss Sie warnen. Einige Ihrer alten Verbündeten sind hier. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie herkommen. Was für Marihuana, ey. Oh Mann. Nee, da fahre ich mit Bus hin, Junge. Der größte Streamer der Zone wieder am Stream. Yo. Ja, moin. Jetzt gleich wieder der größte Streamer des Ostens. Und nachher ist es so Wirklichkeit. Ist dann einfach so mein... So... Der größte Streamer des Ostens. So ein Dingsname. So ein Titel. Und dann sagt nie wieder, ja, der Osten, so Schmutz oder so. Ja, muss ja hier die Bushaltestelle sein. Da hat ja mal Minecraft, Steve. Unding ist das. Das wird immer so bleiben, egal wie, wo, wie passiert. Egal was, wo, wie passiert. Jo. Ich werde sowieso, falls das überhaupt passiert, und dann werde ich eh nicht so abgehoben sein. Statt mir ein Lambo, Digga, kaufe ich. Löw doch nicht auf den HP. Ja, genau. Spielst du auf dem Mac oder so? Hast du einen heftigen Rechner? Der brennt dann. Hast du einen heftigen Rechner? Musst du mal benutzen. 10.000er Texturenpaket, dies, das. Digga, selbst auf mein HP läuft Minecraft. Und ich habe nur einen Dual-Core drin, mit 2 GHz und 16 GB RAM. Was wollte ich jetzt noch sagen? Anstatt ein Lambo kaufe ich lieber was fürs Tierheim. Irgendwie, gell, weiß nicht, irgendwas Cooles. Oder wie gesagt, für irgendwelche anderen Einrichtungen. Wir haben hier so ein Pfarrhaus, wo ältere Menschen hingehen und dann essen können mit anderen Menschen, älteren Menschen. Und dass sie nicht so einsam sind und sowas. Man kümmert sich da um die. Das sind so Sachen, wo ich was spenden würde. Weil es einfach viel geiler ist als so ein Lambo. Was soll ich damit, Digga? Kaputt fahren auf den Straßen Deutschlands? Oder auf der Kraftfahrzeugstraße mal einmal kurz Gas geben und dann bin ich schon am Ende. Wie echt? Ja klar, was meinst du mit echt, dass Minecraft auf meinen HP läuft? Ja, Pikachu ist immer dabei. Auch wenn man ihn nicht immer sieht. Warte mal, wie drehe ich den? So muss ich den drehen. So. Pikachu ist mein Maskottchen. Dass ich einen fetten PC habe, ja klar, laber doch nicht. Hast du 10 Jahre gewartet, bis da irgendwelche Gummidinger kommen? Ach, den meinst du, ja. Ja, kannst du einen Minecraft-Stream machen, Digga. Wie du Sachen baust und dich an Sachen versuchst. So ein Ding ist das. Wir reden.
sobald du fertig bist. Nein, diesmal haben sie nicht die Wahl. Ich habe Ihrem Freund, dem Lieutenant, eine Menge Geld bezahlt, damit wir uns beide unterhalten können. Das wird also ein teures Gespräch. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber es gab einen Zwischenfall am Flughafen, eine üble Schießerei. Diese Männer bringen mich hin, damit ich mir selbst ein Bild machen kann. Vielleicht wollen sie mich aber auch umbringen, wer weiß. Wenn es kompliziert wird, kann ich sie dann anrufen? Niemand sonst würde mir helfen, auch mein Arbeitgeber nicht. Ich muss mich auf sie verlassen können. Sonst wage ich es nicht, in diesen Wagen zu steigen. Es wird jeden Tag schwieriger, nur daneben zu stehen, Notizen zu machen und zu glauben, das würde etwas verändern. Manchmal wünschte ich, ich wäre sie. Seid ihr Turteltäubchen durch? Laden Sie Ihr Telefon immer auf. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Wo ich Overlord herkenne? Ja, vom Zocken halt, ne? Lange nicht gesehen. Ich hatte gehofft, dass du hier bist. Ich hätte da ein Angebot. Ich weiß, was du mit der UFLL getrieben hast. Abgemacht. Wie gesagt, sie sind beide oben in Sepoko. Nicht schwer, sie zu finden. Und Minecraft ist ja heute noch beliebt auf Twitch. Beziehungsweise schauen sich ja noch welche an. Dann hättest du ja sogar schon mal ein Spiel, was du spielen könntest im Stream. Dann sagt ja keiner, dass du, weiß ich, 1000 Stunden machst du so wie ich. Wenn du nur eine Stunde machst, machst du eine Stunde. Wenn du zwei machst, machst du zwei. Wenn du zehn machst, machst du zehn. Ist ja jedem selbst überlassen. Guck mal, wenn du nachher arbeiten eine Stunde streamst, wäre doch Baba. Oder am Wochenende eine Stunde. Ich habe mir das ja auch ausprobiert. Ich habe erst ausprobiert, jeden Tag zu streamen. Das war mir dann aber nachher zu stressig. Weil in der Woche halt wegen Termine und so. Und wenn man dann halt mal nicht kann, ist halt Kacke. Oder wenn man mal auf Post wartet. Oder wie gesagt, einen Termin hat. Oder weg möchte. Darum habe ich mir Donnerstag, Freitag ausgesucht. Ja, eben. Oder so. So wie man kann und möchte. Ich hätte da bestimmt mit Bus hingekonnt. Jo. Eben. Na gut, gezwungen habe ich mich nicht. Ich wollte es halt einfach ausprobieren, ne? Dann ist das halt, wie gesagt, mir zu stressig, wenn man doch mal was vorhat oder so und das dann noch länger dauert. So, und Sonntag ist für mich halt extrem perfekt, weil sonntags passiert hier nichts. Naja, ne? Kommt drauf an. Wenn man nebenbei eine Beschäftigung hat, dann kann man das so machen. Aber bei mir, ich bin ja arbeitsunfähig, das, was soll ich denn sonst nebenbei machen? Bin ja nicht auf Arbeit. Sehr schwierig dann, nur als Hobby zu sehen. Ich will, sagen wir auch jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt auf Krampf da verdienen will. Bei mir ist halt, wenn es läuft, läuft es, wenn nicht, dann nicht, ne? Meine Intention ist halt, ich zock was, mach den Stream an und wenn Leute im Chat, ich meine, man sollte es nur aus Spaß machen. Ja, eben, genau, das wollte ich ja auch gerade sagen. Ich zocke, mach den Stream an und wenn die Leute im Chat sind, dann sind Leute da und wenn keiner da ist, spiele ich trotzdem, ja? Also ich sehe das jetzt nicht, ich mache den Stream an, weil ich damit was erreichen will. Geld verdienen oder irgendwas. Ja. Ich kriege ja immer Gänsehaut, wenn Hagen hier Geld reinhaut. Weil ich dann halt einfach gar nicht weiß, was ich da sagen soll. Oder wie ich damit klarkommen soll.
Richtig, dem geht's eh baden. Oder wenn man auf die Zuschauer schaut. Wie gesagt, ob hier einer ist, 5, 10, 1000, 10.000. Das spielt für mich kein Streamgrund, ne? Wie viele Leute hier sind. Wie gesagt, wenn keiner schreibt, ist halt ein bisschen doof, dass man nicht so interagieren kann. Dann fühle ich mich auch halt ein bisschen kacke, weil ich nichts sage und hier bloß stumm rumsitze. Aber was soll ich machen? Selbstgespräche führen? Meine Nachbarn denken bestimmt so schon, ich bin bekloppt, weil ich die ganze Zeit rede mit mir selber. Ja, das sehen vielleicht viele so, aber ich nicht. Was soll ich hier überhaupt machen? Und außerdem ist es ja auch nicht gesagt, dass die Leute dann mehr Donations raushauen, je mehr Leute da sind. Oh oh. Wie gesagt, mir geht es ja nicht um Donations, Geld oder irgendwas anderes. Fame. Mir geht es am Spaß. Um den Spaß, so. Eben. Genau. Ja, aber wo ist denn er? Schießt aus irgendeiner lumpigen Ecke, wo den keiner sieht. Da! Ich sehe ihn einfach nicht. Stammfollower sind auch toll. Ja, klar. Die bleiben aber auch nicht für immer, ne? Wie gesagt, man... Ich mach's halt, ich guck da jetzt nicht speziell, dass ich die Leute halten kann oder so. Auf Zwang. Also auf Zwang passiert hier schon mal gar nichts bei mir. So, und sollte das wirklich irgendwann mal... finanziell rentieren, dann werde ich, wie gesagt, stand mir ein Lambo oder irgend so ein Schmutz, werde ich halt das Geld woanders investieren, in Vereine, die es halt nicht so viel haben und die auf Spenden angewiesen sind. Klar, bleibt für mich dann auch noch eine Mark übrig, ja, oder ein Euro, um es besser zu sagen, für den Lebensunterhalt, ja, und dass man ein bisschen was auf Kante hat. Aber ansonsten werde ich da keine großen Sprünge machen, mir eine Villa kaufen oder so. Wie das ganze Social-Zeug, mal gibt's Likes und mal nicht, juckt. Wichtig ist der Spaß dran. Eben, bei mir auf Instagram jucken mich die Likes auch nicht. Ob ich 1000 Likes habe oder 5 oder 7. Ich stelle die Bilder online und vielleicht... Ja, eben. Und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ich brauche 10.000 Euro im Monat. Ne? Also 1.500 Euro netto, da würde ich voll klarkommen. Ja, das wäre schon für mich schon ultra viel Geld. Ja, Digga, mit 1.500 Euro bin ich reich. Gefühlt. Für meine Verhältnisse. Ja, eben. Das Einzige, was ich mir wirklich holen würde, ist ein kleines Häuschen, dass ich meine Ruhe habe. Wen haben Sie gesprochen? Sie machen einen Fehler. Es ist noch nicht zu spät. Drehen Sie sich einfach um und gehen Sie.
Genau, Sie haben's kapiert. Reeves, bin auf Ihrer Seite. Okay, ich gehe. Ja, genau. Hören Sie ihn, bin dabei. Kepo, halt's Maul. Gucken, was passiert. Ich töten, bin auf Ihrer Seite. Stecken Sie die Waffe weg. Alles gut. Hey, bin auf Ihrer Seite. Pyrfor ist es, den Sie töten wollen, nicht mich. Ich kann helfen. Ich bereite alles vor. Muss nur mal telefonieren. Dann so, mal gucken, was passiert, wenn ich den Deutschen töte. Guck mal, wie Charlie. So würde ich gar nicht leben wollen. Hätte ich gar keinen Bock auf sowas. Für wen halten Sie sich? Dies ist mein Land. Wenn Sie mich umbringen, sind Sie tot. Pyrfor sollten Sie umlegen. Er wird Sie verraten. Alles klar. Habe ich die richtige Wahl getroffen? Richtig. Und Steve kennt mich ja. Ich töten, bin auf Ihrer Seite. Stecken Sie die Waffe weg. Alles gut. Ey, bin auf Ihrer Seite. Pyrfor ist es, den Sie töten wollen. Und Steve kennt mich ja. Ich lebe ja jetzt nicht in großen Sprüngen. Telefonieren. Dann lassen die Wachen Sie in Ruhe. Sie können einfach in das Büro schlendern und ihn töten. An seinem Schreibtisch. Gut, oder? Vielleicht würde ich mir ein kleines Häuschen kaufen, dass ich meine Ruhe beim Stream habe, zum Beispiel. Dass man dann auch keine anderen Leute belästigt, dass man dann auch mal ein bisschen vielleicht ja, anschreien kann oder so. Ja, eben. Wie sagt ein Lambo oder irgendwas finanziert nicht das Leben? Ja, klar, aber ist nicht das Wichtigste in der Welt. Menschen zu haben, auf die man sich verlassen kann, ist wichtig. Was bringt dir alles Geld der Welt, wenn du keine Menschen hast? Na, klar kommst du ohne Geld weiter. Mit Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Ich habe lieber Menschen, auf die man sich verlassen kann, als Millionär zu sein und Freunde zu haben, auf die kein Verlass ist. Die nur, zum Beispiel nur das Geld oder den Ruhm sehen. Mag sein, aber Freunde kann man sich nicht kaufen. Kann man schon, aber es sind keine Freunde dann. Und da wir in einem Sozialstaat leben, hat man ja immer Geld. Keiner muss auf der Straße leben. Ja. Eben. Ich habe auch nicht viel, Leute. Ich habe 700 Euro im Monat. Und damit muss ich klarkommen mit dem Geld. Davon gehen allein schon fast 300 Euro Miete drauf. Also wenn ich fertig bin mit allen Fixkosten, habe ich so um die 200 Euro für Lebensmittel und sowas. Meinst du 700 viel oder wenig mit Uff? Ja, ist halt Arbeitslosengeld 2, ne? Aber ich komme damit klar. Ich musste noch nie hungern. Und ich habe trotzdem noch Euros übrig, um mir mal ein Spiel zu kaufen. Oder jemandem ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Und wie gesagt, mit den 700 Euro muss ich alles bezahlen. Alle Fixkosten. Strom, Miete, Versicherungen, Benzingeld, Lebensmittel, alles. Weit genug. Keine Waffen, los, Arme hoch.
Ich dachte, ich darf einfach reingehen. Ja, komm rein. Arm hoch. Legen das. Das sind materielle Dinge, die man nicht zwingend benötigt. Das, was ich meine, das ist das persönliche Wohlbefinden, im Luxus zu leben. Ja, ich weiß es nicht mal, wie es ist, im Luxus zu leben. Also brauche ich es auch nicht. Magame, scheiße, ich habe die Schnauze voll, du Lama. Dass ich mich melden würde. Wir sind jetzt am Flughafen. Sie halten alle Journalisten gefangen. Sie sagen, sie wollen uns ausweisen oder Schlimmeres. Bitte, könnten Sie herkommen? Ich bitte Sie nur ungern, aber mir gehen die Optionen aus. Bleib da, ich Und darum bin ich auch der Meinung, sollte das mit Twitch was werden, werde ich mir kein Lambo oder so holen oder irgendwelche anderen abgehobenen Scheiß. Das stimmt. Aber wie definiert man diesen Luxus? Mein PC ist ja fast 10 Jahre alt, mein Smartphone 6. Das ist ja dann eigentlich schon nicht mehr wirklich Luxus dann. Weil ich gehe ja mit meinen Sachen ordentlich und mein Auto ist auch von 2004. 2004? Ja, also ist mein Auto 16 Jahre alt und fährt noch 1A Sahne. Das stimmt allerdings. Aber was willst du sonst den ganzen Tag machen als Freizeitbeschäftigung? Ein Buch lesen? Malen? Rausgehen? Man kann ja nicht immer rausgehen. Zum Beispiel. Und Bücher? Irgendwann ist die ganze Bude voller Bücher. Das stimmt allerdings. Also meinst jetzt in Deutschland, so gesehen. Ja, in Deutschland geht's schon echt gut. Einigen geht's sogar zu gut. Eben, das machen halt viele nicht. Ich schätze das, was ich habe. Und ich sage ja auch oft, trotz den ganzen Medikamenten nehme ich lieber die Medikamente, statt im Bett zu liegen und mich pflegen oder gepflegt zu werden. Ne? Auf der einen Seite bereue ich es, dass ich meinen Körper kaputt gemacht habe, auf der anderen Seite aber nicht, weil ich weiß, ich habe was Gutes gemacht. Und nicht so wie viele andere, die, Stefan kennt ja die eine gewisse Person, die jahrelang nichts tut und sich ausruht. Richtig. Und so ist es ja bei mir. Da kann Steve ja auch bezeugen, ganz früher, wo wir noch zusammen gewohnt haben, wenn mal richtig scheiße lief, dann gab es nur 50 Euro im Monat. Und dann ging die Party erst richtig los. Mit 50 Euro nur im Monat, da musstest du erst mal gucken, wie du klarkommst. Und darum weiß ich, ich brauche, mit 10 Euro kann ich mich eine ganze Woche verpflegen. Also so gesehen bräuchte ich nur 30 Euro zum Leben im Monat. Ja, sehe ich aber auch so. Yo, er hat Dings, Raketenwerfer. Meinst du nicht 40? Ja. 40, Entschuldigung. Ich kann nicht so gut Mathe, tut mir leid.
Also das ist auch keine Ausrede, das ist wirklich so. Aber 1 plus 1 kann ich rechnen, keine Sorge. Also um es zu definieren, ich habe Dyskalkulie. Das ist so wie ähnlich wie Legasthenie, nur halt mit Mathe. Und Hate schreibt man mit H. Ja, nee. Da ist bei mir vorbei. Die APR und die UFLL haben zwar einen Waffenstillstand ausgerufen, aber das sind schlechte Neuigkeiten für uns alle. Sie haben sich vereint und als erstes werden sie den Aufstand niederschlagen, der in diesem Moment im alten Gefängnis stattfindet. Dafür ist der Schakal verantwortlich. Da bin ich mir sicher. Wegen Hate? Na, Hate schreibt mein H-A-T-E, ohne T am Ende. Das D weg und das T mit dem D austauschen. Google? Ach so. Ne, 8 bis zur 16. Also ich müsste das jetzt aufschreiben. Ach so. Leute, ich glaube, das ist die letzte Mission. Hoffentlich. Oder einer der letzten. Ich krieg schon Augenkrebs von der Grafik. Weil es so komisch aussieht. Nein, wie gesagt, ich will euch auch mal was anderes zeigen, außer das hier. Eigentlich mein Malaria-Status. Krankheitsstufe 4 hier oben, Alter. Du willst mich doch verarschen. Ah, genau. Natürlich. Noch wäre ein Problem mit mir. Im Kopf kann ich sowas auch nicht gut, aber auf dem Papier. Ja, eben. Das hätte ich vielleicht noch hinbekommen. Auf dem Papier. Aber Kopf? No. No way. Ich rechne ja, ich bin ja einer, der mit Händen rechnet. Also manchmal bin ich selbst erstaunt, dass ich wirklich, also ich sage jetzt nicht, dass ich wirklich Mathe behindert bin, ja. Also manchmal glaube ich sehr echt, es steckt in mir, ne. Manchmal habe ich dann so Aufgaben, die ich so rucki zucki im Kopf löse, bam, 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 bam. Das Mathe steckt einfach in mir, aber irgendwie, keine Ahnung. Lol. Es steckt in mir, ja. So wie der Hulk die Kraft in sich hat, steckt Mathe in mir. Und ist mir egal, ihr könnt das klippen. Ich bin nicht versaut. Okay. Was wollte ich denn sagen? Jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Wie fühlt es sich an, Mathe in sich zu haben? Kacke, wenn es nicht rauskommt. Es soll ausbrechen, die Mathematik. Ich will Mathe-Profi sein. So Mathe-Professor.
Aber es gibt Therapien dagegen, aber es will halt keiner bezahlen. Weder die Krankenkasse noch das Jobcenter. Keiner will sich dafür sorgen. Und aus eigener Tasche geht's halt nicht, ne? Sonst würde ich's machen. Weil Mathematik ist ja das Grundprinzip, was man braucht in jedem Job. Das ist ja das Problem. Aber ich weiß, dass es heute an Schulen so Sachen gibt, wo das behandelt wird dann. Mathe steckt in mir. Ja, moin. Guck ich nachher erstmal an. Ich dachte, das wäre Deutsch. Danke, Steve. Wie Deutsch? Was an Schulen gedingst wird. Meinst du Legasthenie? Nee, auch Dyskalkulie wird gefördert an Schulen. Ja, beides ist eigentlich wichtig, ne? Aber Mathe brauchst du halt überall. Allein Flächenberechnung. Du brauchst ja im alltäglichen Leben Mathematik, beim Kuchenbacken, beim Einkaufen. Wenn du ein Spiel kaufen willst, musst du ja das ausrechnen, ob du dir das leisten kannst, zum Beispiel. Beim Tanken. Allein Quarzuhren ist für mich eine Matheaufgabe. Darum hasse ich das, wenn einer sagt, ja, komm mal 7:45 vorbei. Dann sage ich ja. Auf Deutsch bitte? Ja, ist wirklich so. Steuern bringt uns keiner bei. Das musste ich mir selber beibringen. Das ist ja mein Vorteil. Ich habe jetzt zwar viele, sag jetzt mal, Schwächen. Aber ich habe auch oder bin autodidaktisch veranlagt. Deutsch ist aber beim Kommunizieren. Ja, aber Deutsch lernst du ja als Kind von deinen Eltern, wenn du jetzt Deutscher bist. Sprechen und lesen und so. Das ist ja was man so mitbekommt, sage ich mal. Wo war ich jetzt? Weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Oder wo ich stehen geblieben bin. Ja gut, dass viele aus... Also ich habe mal von einem Ausländer gehört, die sprechen nicht so viel Deutsch, weil die Angst haben, dass sie dann irgendwas Beleidigendes sagen. Dass das dann was Falsches ist, was die sagen. Darum sprechen die halt in ihrer Sprache. Hallo Schakal, ich hatte eine interessante Unterhaltung mit diesem Jungen aus Cornwall. Klar, das stimmt allerdings. Ich weiß jetzt, dass nicht nur die gejagt werden. Na gut, Deutsch sprechen ist relativ einfach, die Rechtschreibung und so ist halt übel kacke. Sind Sie einsam, Schakal? Vermissen Sie nur Ihre Freunde oder suchen Sie jemand Bestimmtes? Das stimmt allerdings. Ja, wenn sich die Rechtschreibung tausendmal ändert, ist ja mal übel zum Brechen. Da, Leute, ich habe 99 von 221 Diamanten. Also ich sammle doch schon ein paar ein. Aber nicht alle. So. Wo ist jetzt eigentlich mein Auto? Kommunikation ist sowieso heute, früher war es das A und O und heute macht es keiner mehr so wirklich. Ich weiß nicht, wo mein Auto steht, also laufe ich ein bisschen, bis ein Auto kommt. Ach, ist doch nicht schlimm, das ist also wer Online-Chat Punkt und Komma hier sagt, ja, da fehlt ein Punkt, da fehlt ein Komma, also den schmeiße ich hier gleich aus dem Chat raus. Das ist ein Online-Chat.
Das ist ein Online-Chat und da braucht man das nicht. Punkt und Komma. Ja. Hauptsache, man kann das lesen. Auch Rechtschreibfehler kann man ja versuchen, ein bisschen zu korrigieren, wenn man das beim Lesen sieht. Jeder kann sich auch mal verschreiben oder vertun. Ja, ist so. Satzzeichen retten Leben. Hier unten ist die Straße. Und Kinder. Bevor ich den Stream ausmache, kann ich euch ja mal eine App reinposten, beziehungsweise ein Programm. Das habe ich auch in Firefox drin. Wenn ich denn E-Mails schreibe und so, das zeigt euch dann, wo man Punkt und Komma setzen muss. Oh! Der hat mich fast totgefahren, der Penner. Vielleicht gefällt euch das ja. Also man kann das gratis benutzen oder halt eine Pro-Version kaufen oder so, keine Ahnung. Ich habe die Gratis-Version, die reicht mir aus. Und das korrigiert auch ganze Sätze, ne? Also nicht nur ein Wort oder nur, dass er sagt, hier muss ein Komma hin. Der korrigiert auch Satzbausteine und so. Ist echt cool gemacht. Das gibt es halt auch für LibreOffice als Plugin. Oh. Oha, nie mehr Kommafehler. Ja. Ich bin am Überlegen, ob ich sowieso mal jetzt werden zwar keine Partner sein, aber zum Beispiel Phantombot möchte ich noch unten einbinden. Das ist ja der Bot, der hier aktiv ist. Oder der Silence Pain Bot, wo man zum Beispiel Ausrufezeichen Game macht. Das ist ja, den kann man ja selber hosten, den Bot. Hier muss ich ja gar nicht hin. Ja, ist ja ein Bot, ne? Was soll der mit dir schreiben? So, und warum soll ich für einen MooBot 4 Euro im Monat bezahlen, wenn ich mir einen V-Server holen kann, da einen TLS-Server drauf habe, den Twitch-Bot und einen Pi-Hole? Werde ich da vielleicht noch drauf machen, denn Steve White hat ja kein Pi-Hole. Und kriegt ja nie wieder Werbung bei mir. Lol. Ja, ich weiß schon. Alles gut. Hallo, wo ist denn der jetzt? Ja, oder nicht? Er steht da einfach. So gut. Die Zivilisten sind weg. Die meisten sind schon über die Grenze. Ein ganzes Land ist dabei zu verschwinden. Sie sind im Weg. So können wir unsere Arbeit nicht machen. Wir müssen die Krankheit isolieren und vernichten. Sie müssen zwei Dinge für mich tun. Östlich von hier ist eine Landezone. Dort ist der Waffenhändler mit einem Koffer voller Diamanten. Er wartet auf einen Hubschrauber, glaubt, er könne abhauen. Die Diamanten gehören mir. Ich brauche sie für die Grenztruppen. Sie besorgen mir diesen Koffer, klar? Und dann sind da noch die APR und die Front. Es sind neue Leute am Ruder, dank Ihnen.
Sie sitzen jetzt in einem Lager zusammen. Sie kennen sie, oder? Sie könnten einfach da reinmarschieren, stimmt's? Wenn sie drin sind, töten sie sie beide. Wie ist ihre Sache? Seien sie kreativ. Die Leute zu Hause sagen, sie wollen helfen. Das erzählen sie ständig, im Radio und in der Zeitung. Sie lügen. Sie sind nicht bereit zu tun, was nötig ist. Sie tragen ihre Heiligenscheine und sehen zu. Sie und ich, wir wissen Bescheid. Wir treffen uns bei der Grenze. Leute, ist das Ende? Ja, warum das Bild schon wieder gewackelt? Ist jetzt irgendwas explodiert? Ist er jetzt explodiert oder was? Ist er Jesus? Also ich mache erst das Blaue, auf jeden Fall. Oh, warum war ja noch nicht mal 2 Stunden heute dann online? Keine Diamanten? Warum liegt denn hier alles tot rum? Ach so. Deswegen. Safe werde ich einfach sterben wegen diesem Drecksmalaria. Wisst ihr, was sage ich? Jetzt sieht das Scheiße nur noch eine Pille. Hier oben. Das Malaria steigt. Ich hatte nicht mal mehr Malaria. Ich war auf Krankheitsstufe 0. Plötzlich bin ich wieder viel höher als vorher. Als ich überhaupt hatte. Ich hatte noch nie Stufe 5. Scheinen ja super Medikamente zu sein. Drin speichern. Wer weiß, was mich hier erwartet. Da ist schon mal ein Lager. Hey, komm her! Position halten! Wir wissen nicht, wie viele sind da? Kaliber 50. Ich lach mich tot, Junge. Steve, was sagst du? Soll ich Project IGI mal spielen? So richtig Rage-Mode, Alter. Yo, raste ich hier komplett aus, Junge. Ich habe hier noch ein paar andere CD-Spiele. Ich werde mal gucken, ob ich die auf GOG bekomme. Oder ob GOG so freundlich ist, mir die zu payen. Oder hinzuzufügen, dann brauche ich die, kann ich die über GOG laden. Weil die Firmen gibt es ja nicht mal mehr, die Spiele, die ich hier habe. Das sind auch so richtige alte Spiele mit Pixelgrafik. Blöde. Steve, weißt du, Fallout 1? Nee. Ich hol mal gleich so ein Spiel. Beziehungsweise, wenn der Stream endet, können wir ja noch ein bisschen quatschen. Und dann hole ich mal so ein Spiel her. Richtig Sponsoren. Wäre geil, ne? Ich weiß gar nicht, wie Anni und so das machen mit ihren Sponsoren. Wie man sowas bekommt. Muss ich da anfragen und sagen, yo, Sugar Daddy, hast du Bock, mir ein paar Sachen zu geben? Oder wie sie alle heißen. Hier, Nvidia, habt ihr Bock, mir eine 3080 zu geben?
Nee, Sotak, bitte. Bridge AGI? Nee, das gab's auch in Deutsch. Ja, als ob, die denken sich auch, was ist das für ein Hund, Alter, was will der eigentlich von uns? Ja, das ist ja was anderes. Ich glaube nicht, dass sie den Andi da angeschrieben haben, jo, hast du Bock? Dass Andi da hingeschrieben hat. Meistens kommen die einen auf einen zu. Nee, das war Hidden and Dangerous, was wir gespielt haben. Das wollte ich ja gerade sagen. Wo wir extra in die Videothek gefahren sind und uns das ausgeliehen haben. Guck mal, zum Beispiel dieses... Moment. Wenn ihr wollt, da unten, also ihr müsst auf das Profilbild des Russen gehen? Nee. Ach so, du meinst, das hieß Suvarium, was du meinst. Das gibt's schon lange in Deutsch. Nee, lass mal. Muss ja hier oben im Boot sein. So, hier. Es geht der Weg weiter. Hier denn lang, oder was? Oder DayZ-Mod von Arma. Das war geil. Oh ja. Oh, das kannst du ja heute auch nicht mehr spielen. Leider. Wenn hätte ich nur Bock auf so Koop-Games. Und wenn es Sven-Koop ist oder so. Survival habe ich auch Bock, aber... Zum Beispiel Rust ist eigentlich gar nichts für mich, weil es da einfach auch nur um PvP geht. Sowas habe ich irgendwie gar keinen Bock. Bin nicht so der PvP-Spiel. Ich will keine anderen Menschen töten. Also jetzt in dem Sinne gesehen, so andere Menschen am anderen Ende. Ja, aber PvE spielt halt keiner und das Spiel ist halt auch nicht auf PvE ausgelegt. Ist ja das Problem. So wie Dings könnten wir ja mal spielen. Conan Exiles. Aber das hast du ja nicht. Und ich müsste erst, und man müsste erst die DLCs kaufen. Weil das neue Dings ist halt übel geil. Die neue Welt da. Guck mal, warum kann ich nicht eigentlich erst das Blaue machen? Real Talk. Ne, darf ich nicht. Was ist das denn? Ja, aber wie gesagt, das Rust ist halt nicht darauf ausgelegt auf PvP. Finde ich. Meine Meinung. PvE, Entschuldigung. Weil PvE ist für mich halt so Aufgaben erfüllen, so. Gut, wie sagt man das jetzt am besten? So, wo man mit anderen Spielern interagieren muss, so. Scheiße, da ist er!
So, wo ist der andere Penner jetzt? Ist der im Felsen drin oder was? Ja, nee. Ich glaube, wenn ich mir mal einen neuen Rechner hole, behalte ich meinen alten Rechner und baue die zum ETS-Rechner um. Nur um ETS zu spielen, so. Richtig mit so einem Buslenkrad, Junge. Oder so einem LKW-Lenkrad. Wieso Kompliment? Wer will ein Kompliment? Komplimente sind immer gut. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Und ich mag, dass du so nett bist, Kaiser. Und jetzt hier wieder hoch, hä? Hat doch gar keinen Sinn. Fuck. Danke gleichfalls. Oh. So, und jetzt, hä? Das ist ein Shit. Ich doch gleich so lang da runter. Junge. Also ganz Real Talk, ich glaube, ich habe das damals abgebrochen, das Spiel. Ich kann mich hieran null erinnern. Steve White. Muss mal Steve sehen. Der hat einen Bart, Junge. Wie so ein Taliban. Du hast ja auch eine sympathische Stimme. Ich habe ja letztens bei dir mal reingeschaut. Ist echt angenehm, da zuzuhören. Im Lurk. Ja. Du hast doch zu dem einen ASMR-Typen geradet, glaube ich. Zu so einem dunkelhäutigen. Kann das sein, den einen Tag? Ja, siehst du? Beweis, dass ich da war. Was ist er denn jetzt hingerannt? Ah, Brite. Ich habe mich erschrocken. Huch, was ist denn jetzt hier los? War ganz überrascht.
Aber ASMR ist nicht so meins. Ich glaube, er hilft ihm gerade hoch. Gut, nee, egal, wo die sind. Schwarze haben ein ziemlich geile... Das stimmt allerdings, aber auch nicht alle. So und so, würde ich sagen. Das stimmt allerdings. Also einfach geradeaus hier, oder was? Ja, diese dumme Malaria, ich kann einfach nicht so lange sprinten. Der Name sagt mir was. Oh, Verzeihung. Oh, Leute, was ist das denn, Junge? Stimmt, ich habe ja hier. Leute, kann ich die alte Kackwaffe da reinpacken? Ich kenne Gordon Freeman. Among Freeman sagt mir auch was, ja. Ich kann mir nur gerade kein Gesicht vorstellen. Oh, geht das wieder los? Ja, wie gesagt, der Name sagt mir was, aber ich kann mir gerade kein Gesicht vorstellen. Na. Die Diamanten. Und jetzt sind sie hier. Alles klar, glaube ich. Du verschwendest Zeit, erschieß ihn. Kann ihn nicht töten, einer von uns. Wir haben Deal, er muss allein dadurch. Arschloch! Was für Arschlöcher. Dafür habe ich dem geholfen. Alles klar, beeil dich. Dein Ernst? Bring's hinter dich.
Ah ja. Was für zurückgehen, Bruder? Darf ich den ganzen Drecksweg zurücklaufen oder was? Lass mich trollen oder was? Da hoffe ich ja, dass ich an Malaria jetzt umkippe. Lili. Tolle Barfreunde habe ich mir da angelacht, ey. Mich umbringen wollen. Hier drin. Fast. Her mit dem Koffer. Alle hier, gut. Wir brauchen sie. APR und die Front. Sie jagen noch die Zivilisten, um sie zu töten oder zurück über die Grenze zu schleppen. Heute starben nur die, die es verdient haben. Ich habe Dynamit gelegt, draußen bei den Klippen. Aber die Zündschnur ist hin, also muss einer von uns darauf und die Zündkapseln kurz schließen, mit der Autobatterie. Die Trümmer versperren die Straße und die Soldaten kommen nicht weiter. Das arme Schwein, das den Job macht, geht drauf. Sie oder ich. Der andere nimmt die Diamanten und besticht damit die Grenzwachen, damit wir keine Probleme beim Übertritt haben. Diese Zivilisten werden heute Abend die Lager erreichen. Ist die Übergabe erledigt, wird dieser Typ, also sie oder ich, sich selbst in den Kopf schießen. Ist klar. Ich würde beides machen, aber die Zeit reicht nicht. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir es bis zum Ende durchziehen. Jede dieser Krebszellen muss zerstört werden. Also auch wir beide. Wenn wir unterwegs abbrechen, war alles umsonst. Eine Farce. Alles beginnt von vorne, so wie immer. Ach, jetzt darf ich mir aussuchen, oder was? Was machen Sie? Diamanten oder Dynamit? Ihre Entscheidung. Guck mal, dann kann ich ja... hier speichern. Da kann ich die anderen Sachen vielleicht löschen. Das dauert ja aber ewig, bis ich die gelöscht habe. Da kann ich... Stein,
so, als wäre es egal, stirbst laut. Ja, das stimmt allerdings, aber man kann ja da speichern. Far Cry 2. Yeah, oh, das wäre gut. Na komm, zeig mir das Spiel an. Zack, mach ich noch einen Quick Save. Also bei links wissen wir, dass wir so oder so sterben. Also nehme ich das rechte. Die Knarre da ist echt klasse, versagt nie. Sie brauchen nur einen Schuss. Sie sind wie ich ein hoffnungsloser Fall, aber wir tun was dagegen. Von daher brauche ich euch ja nur einen Weg zeigen. Oder brauchen wir bloß einen Weg anschauen. Weil dann können wir nächste Woche Sonntag nämlich was ganz anderes spielen. Wo ich mich auch übel drauf freue schon. Also haben wir eh Höchststufe Malaria, wir sind eh verloren. Da, was sage ich? Nee, nee. Eins vor allen Dingen. Oder steht da 11? Ich sehe das gar nicht. Bomber wetten, er sagt, die Waffe versagt nie und wenn wir uns in den Kopf schießen wollen, versagt sie einfach. Also wenn ich jemand mit einer Machete zerstückel, dann fast. Ich verrat's nicht, was kommt. Ich werde es auch noch nicht in den Plan reinschreiben. So, und ich werde jetzt auch extra nicht speichern nochmal. Und ich hoffe, ich verreck nicht. Ansonsten dürfen wir den ganzen Dreck hier nochmal laufen. Schießen lassen wegen ihrer Waffe. Sie werden mir vermutlich nicht sagen, wer hinter all dem steckt, oder? Und? Was können Sie für mich tun? Wir werden uns schon einig werden. Aber ich hoffe für diese armen Seelen, dass Ihr Plan aus mehr als dem hier besteht. Mach doch ein Foto davon. Ich wette, der Schakal ist auch nicht gestorben.
Easy. Client Hocken. Als ob ich das nicht überspringen kann. Dann drücke ich halt einfach Alt F4. So ein Ding ist das. So, dann zeige ich euch nämlich jetzt die Dings-App. Noch. Ich muss hier im Firefox gucken, wie die heißt. Add-ons. Also erstmal sowieso Numero Uno, was ich hier machen muss. Wie geht denn das hier? Ich habe das noch nie gemacht. So, hier. App-Vorstellung. Und Spiele. Just Chatting, Leute. Just Chatting. Information aktualisieren. So. Add-ons. Und zwar genau, hier ist die Seite schon mal. Auch nicht Siedler 2, nein. Dann ups. Desktop Audio brauchen wir nicht. Dann Bildschirm. Genau, zack. Hier seht ihr eh nichts. Naja, sehr, ja. Latten. So? Nein. So auch nicht. Warum? Warte mal, kann ich das? Ach so, weil das hier ganz oben ist. Deswegen so. Geht das? Nee. So, das muss hier unten hin. Und dann so. Jetzt müsstet ihr was sehen. Genau. Ich guck mal selber. Ja, jetzt seht ihr das. So, und zwar heißt die App so. Language Tool. Und das gibt's halt als On für Chrome, Firefox und Edge. Lässt sich in Office-Programm, Google Docs lässt sich das integrieren, in Microsoft Word, Open Office und LibreOffice. Also ich empfehle euch sowieso LibreOffice. Das benutze ich auch und das ist halt echt super, das Schreibprogramm. Ja. Also das hier. Das ist wie Word sieht das aus. So, warte, einen Moment, ich hole mal eben das Spiel, was ich euch zeigen wollte. Wenn ich da rankomme, heißt es. Genau. So. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ja, moin, ihr seht es einfach nicht. Ich kann mich unsichtbar machen. Zack. Zack, Leute, einfach weg. Nee, dann zeige ich euch das hier. Zensiert. Bilder. Secret Wars. Ach nee, das heißt anders. Wie heißt denn das? Heißt das Söldner? Oder Soldner?
Söldner Secret. Söldner Secret Wars. Leute, das sieht doch geil aus, oder? Will ich überlegen, ob das. Mal gucken, vielleicht gibt es das bei GOG. Das ist ein ganz altes Spiel, Leute. Ich weiß von gar nicht, von wann das ist. Ich schaue mal hier. Oh, ich glaube, das läuft gar nicht auf meinem PC. Das braucht 512 MB RAM, Leute. Ich glaube, das wird ultra krass ruckeln. Steht hier gar nicht, von wann das. Bisschen wie DayZ. Hier steht sogar noch eine Anleitung drin, wie man Dedicated Server macht. Das seht ihr auch nicht. Von Jowood ist das, Leute. Jowood. Ja, Kommandos gibt's ja. Auf Steam. Nee. Steam. Nee. Kommandos. Genau, HD Remaster. Darauf hätte ich auch Bock, Leute, Alter. Wow. Ich habe gerade gedacht, was ist das hier für ein Symbol? Boah, bestes Spiel, ey, Leute. Das ist ein Trailer eigentlich, yo. Das ist doch geiles Spiel, oder? Nee, das nicht. Was kommt da jetzt für so ein anderes Spiel? Willst du mich verarschen? Ja! So, mal gucken. Jowood, die gibt's ja gar nicht mehr, ne? Ich glaube, die Website gibt's nicht mehr. Ne, gibt's nicht mehr. Nur noch als Archiv. Braucht das gar kein Kiers-Spiel? Oh. Braucht das gar kein Key zum Installieren? Doch, hier ist ein Code. Aha. Das ist die achte CD von einer vierstelligen Serie. Habe ich die achte Ausgabe. Das könnte man noch schauen. Ich kann euch das Dings jetzt mal zeigen. Da muss ich kurz mal einmal so machen. War ist immer noch gut. Wo ist denn das jetzt hier? Neues Textdokument. Ach, das habe ich hier gar nicht drauf. Lol, ich wollte euch das zeigen, aber es geht ja gar nicht. Ja gut, dann gehen wir hier hin. Ihr kennt's, die Fulke. Meinte das so, dass da stand Jowood. War, ach so, ja, ja. Ja, moin. Und wenn man da jetzt geheime Informationen sieht, Login-Informationen oder so. Sieht man hier irgendwas? Das hätte man nicht sehen dürfen. Eigentlich nicht. Komm, guck mal, wir können ja auch kurz da auch mal reinschauen nochmal. So. Können wir ja mal kurz reinschauen. Boah, wie das flackert, ne? Wenn man was Weißes hat. Wie als ob. Ja, weiß ich ja nicht. Ob man da irgendwas Secret-mäßiges sieht.
Siedler Online, Blue Byte, ihr könnt mich gerne unterstützen. Ich bin euer Freund. Ja, ich gucke die Clips sowieso durch, die gemacht werden. Und wenn ich da irgendwas sehe, was da nicht reingehört, irgendwas Rassistisches oder so, werde ich die sowieso löschen. Oder falls da irgendwas ist, was nicht passend ist als Clip, weil ich will keinen Bann kassieren oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Vorhin direkt schon ein Aufruf. So ein Ding ist das. Ja, Leute, was soll ich euch hier zeigen, ne? So, das ist meine geile Insel. Mehr sieht man ja hier eigentlich gar nicht. Als Dinge. Machen wir das so. Jo. Zack, zack, zack. Warte halt hier noch, dass meine Sachen hier endlich mal alle fertig sind. Sieht nämlich ziemlich nackt aus bei mir. Quatsch. Kann ich euch übrigens nur empfehlen, die Siedler Online. Ist echt cooles Spiel. Am besten so Reffling reinmachen unten. Jetzt habe ich vergessen, das anzupinnen. Die schicke ich immer Gold. Da schicke ich immer Marmor. Irgendwo waren doch zwei Minen kaputt. Ja, moin, ich finde es einfach nicht. Ein paar Gebäude wurden übernommen. Hier so die Minen und so. Ist eigentlich echt geil. Ist auch nicht Pay to Win oder so. Ja, also ich habe nicht einmal Diamanten gekauft. Man kann ja hier so Diamanten kaufen. Hier diese blauen oder Edelsteine. Hier. Guck mal, ja, könnte man ja jetzt mit Echtgeld so 24.000 kaufen. Dann kann man sich hier so halt so Sachen kaufen. Manche Sachen gibt es halt auch für andere Sachen, die man im Spiel erwirtschaften kann, aber halt so hier so Premium-Zugang und so kostet einfach mal 20.000 für ein Jahr. Ja, und also die Sachen habe ich alle bekommen durch Events oder so. Ich habe mir nicht einmal Premium gekauft. Hier könnte ich zum Beispiel 2 Monate und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 Monate und 8 Tage Premium. Und ich habe das nicht mal aktiviert, weil ich das nicht brauche. Episches Arbeitsgebäude. Hier mein Häuschen habe ich verändert. Ja. So, man baut die Sachen halt auch mit Rohstoffen aus, die man erwirtschaften kann. Mit Kupfer, Eisen, Gold, Münzen. Die kann man dann abbauen. Wenn man hier, wo haben wir sie? Hier hat man Gold. Baut man Golderz ab. Dann, wo ist sie? Münzprägerei. Hier schmilzt man das ein zu Barren. Und mit dem Barren kann man dann Münzen prägen. Ist eigentlich ganz easy. Bin hier auch in so einer Gilde drin. Kann ich die hier irgendwo sehen? Genau hier. Eigentlich ganz lustig. Gibt viele Mitglieder. Das Einzige, was man halt täglich machen müsste, wäre hier diese Gildenquest. Das ist aber auch ziemlich einfach. Ansonsten ja, muss, also am Anfang muss man ein bisschen aktiver sein, aber später, so wie jetzt, wie man sieht hier, die ganzen Gebäude, die bei mir ausbauen, das hat 7 Tage gedauert. Hier, es dauert 7 Tage zum Beispiel zum Ausbauen. Ja, hier, das ist so ein Event gerade. Ja, hier kann man hier noch so Sachen fertig machen. Wie man sieht, habe ich auch relativ Rohstoffe schon. Wie ich einfach meinen Siedler-Online-Account hier zeige und so promote, yo, am besten auf meinen Link klicken, dass ich richtig viel Diamanten oder so kriege. Nein. So, Leute. Dann würde ich nämlich sagen, dass es das für heute war.
Dann gehen wir hier wieder auf Fullcam. Seht ihr wieder mein Fullcam-Gesicht? Ey, wie das hier aussieht mit den Dinger. Als wenn ich hier so Waffen trage oder so. Mitten im Stream. Jo, Leute, brecht nicht bei mir ein. Ich trage Waffen immer bei mir. So, dann gucken wir mal. Wer ist denn online? Bester Kommentator fürs Spiel, als ob. So, wen gehen wir denn? Wen gehen wir? Komm, wir gehen zu Kapuze. Andi habe ich letztens schon. Far Cry hat ihn zum Killer gemacht. Ja, moin. Ist halt so, ne? Ich sehe jetzt aus wie so ein Far Cry-Killer. So. Wieso habe ich denn hier keinen Ton? Ich habe keinen Ton. Ich habe Werbung und in der Werbung ist kein Ton. Ich hoffe, ihr hattet bei mir keine Werbung. Ich habe wirklich hier keinen Ton. Warum habe ich hier keinen Ton im Browser? Bin ich dumm? Ach, mein Headset ist aus. Ja, moin. Ah. Komm, dann raiden wir mal den Kapuze. So, wie ging das nochmal, Leute? Ich weiß gar nicht. So, hier, Kanal Raid. Putze, Raid. Dann wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Freut euch auf das nächste Sonntagsspiel. Und wir sehen uns Donnerstag, Freitag wieder mit Skyrim. Haut rein und tschüdelü. Dankeschön.